Und hier kamen wir her. Hier haben wir eigentlich alles abgegrast. Und da sind wir diesen kleinen Dämonen begegnet. Die waren nichts wert, die Rupe. Und ja, ich gehe mal kurz alles ab, was wir so übersehen haben, weil wir sind ja noch relativ am Anfang. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier runter gucken. Du bist nichts. Also nichts, was man drücken könnte. So, jetzt sind wir wieder hier. Genau, hier liegt der Gegenstand, den die verloren hatten. Ja, und ich höre sie wieder schnell rennen. Ich höre aber auch was fliegen. Okay. Weil wir ein Feuerflut. Oh, da stehe ich jetzt schlecht. So, jetzt stehe ich besser. Ich hoffe mal, hinter mir taucht nichts auf. Was mir irgendwie Probleme machen könnte. Schön weiter den Tank angreifen, bitte. So, die Feuerflut habe ich ein bisschen abbekommen. Okay. Das ist eine Verbindung zu hier. Hm. Oh, da sind wieder welche von diesen Seelenschluckern. Sind es vier oder sind es zwei? Sind vier. Deswegen klang das nach so vielen Schritten. Feuermeteor, okay. Wow. Ihr könnt ja böse sein. Muss halt aufpassen. Ich hab da hinten noch welche gehört von denen. Und ich möchte nicht unbedingt, dass mich zwei von denen gleichzeitig angreifen. Da ist blockiert. Großer Heiltrank, der ist immer gut. Also ja, da kann ich
Oh, hast du mich erschreckt. Du bist ein Einzel... Achso, du bist ein so großer Seelenfresser, hä? Aui. Ja, du kannst böse sein. Trink mal einen Heiltrank, sicher ist sicher. Okay, dass der Seelenbann auf den Tank gegangen ist, das ist nicht gut. Nee, komm, wir haben noch so viele von denen hier. Irgendwas höre ich auf jeden Fall noch rumlatschen. Und ja, da gehe ich erstmal nicht rein. Okay, ein Skelett, was hier herumliegt. Oh, Heiltrank. Der Hebel macht irgendwas. Garantiert, dafür ist ein Hebel ja auch da. Okay, was ist hier? Nervensägen. Okay. Jetzt seid ihr wenigstens da, wo ich euch besser töten kann. So, sehr schön. Stärke und Beweglichkeit, aber die Ausdauer runter. Nö. Mana-Trank, okay. Dann gucken wir doch erstmal uns das hier an. Ich habe nicht erwartet, dass du es so weit schaffst. Natürlich habe ich. Aber sonst sollte ich diese Nachricht schreiben. Du wirst sterben, wenn ich es entscheide. Und ich werde keine Empathie... Nee, was? Keine Epitaphen für eure Grabsteine schreiben. Hm, wie nett. Ist das hier vielleicht für das hier? Ich gehe mich an einen Ort, wo du etwas genommen und erwartet hast, dass etwas passiert, aber nichts passiert und dann treffen wir uns endlich.
Ich habe auf jeden Fall was aufgegangen gehört. Ja, tatsächlich. Hier ist was aufgegangen. Und dann treffen wir uns endlich. Das hört sich nicht so schön an. Höhlenvampir. Oh. Warum habe ich ein ungutes Gefühl? Hier sind überall Feuerkonduits. Willkommen und Glückwunsch. Was? Ich bin von dir sehr beeindruckt. Du hast meine ganze Schatzjagd erfolgreich gelöst. Haben wir? Aber sicher. Und hier hast du deinen Schatz. Mich also. Komm und hole mich. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Jungs, macht euch bereit. Das da spuckt auch Feuer, garantiert. Durchbohren, das klingt nicht gut. Gehen wir mal hier hin, weil ich habe das Gefühl, hier kann ich nicht getroffen werden. Also vor den Feuerbällen. Vielleicht habe ich ja auch Glück und sie treffen ihn. Ja, sie treffen ihn. Oh, Hieb. Den kann ich unterbrechen. Vielleicht möchte ich mich hier jetzt nicht unbedingt wegbewegen. Also, ja, bis jetzt bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Ich hätte nichts sagen sollen. Er kann sich... Habe ich das Heilen irgendwie unterbrochen gerade? Scheinbar. Okay, Hieb tut weh. Nein, du heilst dich nicht. Das verbiete ich dir. Zum Glück scheint der Hieb nicht oft zu benutzen. Ah, Mist, das Heilen kann ich nicht. Oh, er heilt sich aber nicht arg, muss ich sagen. So rum. So. Nein, du heilst dich nicht. Sehr beeindruckend. Bis zum Ende. Ich bin stolz auf dich. Wir treffen uns sicher wieder. Wie das? Du stirbst gerade irgendwie. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Ich weiß nicht, wer der Typ war, doch scheinbar hat er uns geholfen, zumindest ein wenig. Über die anderen Kreaturen, die wir antrafen, kann ich das nicht behaupten. Das ist wahr, aber das wird wohl letztendlich keinen Unterschied machen. Lasst uns gehen. Okay. Die ist nice. Die kriegt Talisa. Wir sind überladen. Oh, wir sind arg überladen.